Hallo und willkommen zu einem Sascha und Tour Video. Ja, ich und mein Bruder waren wieder mal unterwegs. Diesmal waren wir auf der Polaris Convention in Hamburg. Die fand vom 13. bis 15. Oktober auf den Hamburger Messehallenflächen sozusagen in zwei Riesenhallen statt. Was sind zwei? Ja, es waren zwei Riesenhallen. Ja, das war die zweite Polaris überhaupt. Das, ja, letztes Jahr auf der Polaris war ich auch einen Tag, aber auch nur. Da gibt es auch ein Video, das verlinke ich hier einfach mal. War auch sehr unterhaltsam, aber diesmal hat es das sowieso getoppt. Das war mega. Die Polaris, was ist das für eine Convention? Die Polaris vereint Manga und Gaming. Somit kann man es ganz grob zusammenfassen, dass es einerseits viele Händler gibt. Es gibt also normale Händler, die Merchandise auch verkaufen zu Manga, Anime, Japan. Essensstände gab es da, Cosplayer. Dann gab es auch Panels zu eben halt ja, Themen, wie Manga-Themen, aber auch viel im Gaming. Es waren viele Streamer da, wie Gronkh und ja, andere fallen mir nicht ein. Ich bin nicht so der Gaming-Streamer-Gucker. Auf jeden Fall waren da ganz, ganz viele anwesend. Es wurde E-Sport, das war eine Halle, wo auch E-Sport gemacht wurde. Ja, Lara Loft hat sogar gesungen. Die ist ja auch sehr bekannt als Synchronsprecherin, aber auch, mit, auch als Gamerin und ja, Sängerin und somit hat die gesungen. Ja, wenn die Lizenz zulässt, werde ich zum Abschluss da ein paar Sekunden einspielen. Also wenn es funktioniert, ne, werdet ihr was hören am Ende des Ganzen. Na, jedenfalls vereint sich eben halt diese ganze Thematik da und es waren auch sehr viele Spielefirmen da. Es war Nintendo da, es war Capcom da. Bethesda, obwohl bei deren Stand war ich nicht, muss ich sagen. Das habe ich komplett vergessen. Fällt mir jetzt gerade wieder ein, wo ich das jetzt so aufnehme. Auf jeden Fall waren da auch eben halt Spielefirmen, kleine Entwickler waren da mit ihren Ständen. Strictly Limited war zum Beispiel da mit einem Stand vertreten. Die haben ihre Special Editions verkauft. Auch richtig cool. Es gab eine Retro-Game-Ausstellung. Da habe ich auch Bilder von. Die zeige ich euch aber auch ein bisschen später noch. Ich fasse jetzt erstmal das so ein bisschen zusammen. Ja. Und während ich jetzt so ein bisschen drüber rede, werde ich hier und da ein paar Bilder hier einstreuen. Erstmal von der allgemeinen Convention. Wie gesagt, es war alles sehr unterhaltsam. Es gab da Themenbühnen und dann war da ja, wie gesagt, die Gamer waren da. Ubisoft war auch noch da mit Assassin's Creed. Ja, nicht umsonst habe ich hier was stehen und das zeige ich euch gleich alles. Ja, es war auf jeden Fall eine super unterhaltsame Veranstaltung. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen ja, im Post sozusagen, die die Convention nochmal veröffentlicht hat. 27.000 Besucher waren über die drei Tage verteilt da. Es wurde ein Weltrekord aufgestellt und zwar mit 472 Gaming-Cosplayer wurde ein ja, Cosplay-Rekord da aufgestellt. Richtig klasse, Gratulation dafür. Es war auf jeden Fall, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Ich war da, weil ein Retro-Games-Flohmarkt stattgefunden hat, wo ich und mein Bruder zusammen zwei Tage lang am 14. und 15. haben wir dort verkauft. Natürlich sind wir rumgelaufen, haben auch ein paar Goodies abgegriffen, das zeige ich euch und auch ein paar richtig
tolle Sachen erlebt. Ich bin immer noch so geflasht. Also ich habe auch, man ist so mit so einem Grinsen rausgekommen, das noch zwei Tage danach. Also am Sonntag war die Veranstaltung ja zu Ende. Am Montag hatte ich sogar noch frei, da habe ich es ausgespannt und dann am Dienstag musste ich dann woanders hin. Und da fragte man mich, hey, sag mal, was ist los? Warum bist du noch so gut gelaunt? Kein Witz, ich habe wohl gegrinst wie eine Grinsekasse, weil man so gut gelaunt war. Das war auch eine so spaßige Atmosphäre da ganz sogar. Und diese Polaris, man muss dazu auch sagen, die war am Samstag und Sonntag ausverkauft fast. Also es gab fast keine Tagestickets mehr. Es war echt episch. Klar, ich habe fast nur Zeit gehabt, am Verkaufsstand zu sein. Also ich habe meine doppelten Games, was ich aussortiert habe, Mangas mitverkauft. Ihr werdet das auch gleich mal sehen. Also in dem Sinne über den Flohmarkt werde ich dann auch noch ein bisschen was zeigen. Na, jedenfalls, diese Veranstaltung war richtig gut gemacht. Also es gab auch viel zu sehen. Und ja, ich bin nicht so viel rumgekommen, rumlaufen in den zwei Tagen, wie ich gerne gewollt hätte. Am Freitag, wo sie angefangen hat, die ging, glaube ich, von 12 bis 20 Uhr, da war ich gar nicht da. Ich habe nur gehört, dass es sehr voll war und ja auch schon voll, so wie es ein Arbeitstag eben üblich hat, auch sehr viele begeisterte Leute hatte. Aber das richtige Programm begann am Samstag und am Sonntag. Samstag von 10 beginnend, Veranstaltung beginnt, wohlgemerkt, ab von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ja. So, und ich bin natürlich mit meinem Bruder dahin und ich erzähle euch einfach mal so ein bisschen die Eindrücke, die wir auch bekommen haben. Und es gab da echt wahnsinnig tolle Eindrücke. Also insbesondere, wo ich den Cosplay-Weltrekord erwähne, die Cosplayer. Alter Schwede, ich verneige mich vor euch allen, die dort gewesen sind, wenn ihr dieses Video seht. Ich habe kaum Fotos gemacht von Cosplayern, aber was ihr alles da an Kostümen gehabt habt, Wahnsinn. Es gab wohl fast kein Gaming- oder Anime-Charakter, den ich nicht gesehen hatte. Da war jemand in einer Iron Man-Rüstung, die sah aus, als ob das gerade der echte Tony Stark war. Richtig eine Metallrüstung. Richtig großartig. Es gab eine Dame, die hat sich als Lady Dimitrescu von Resident Evil Village verkleidet. Die war wirklich 2 Meter groß. Es passte wie die Faust aufs Auge. Also Wahnsinn. Also man hat Resident Evil Charaktere, man hat Gaming Charakter. Ich habe, glaube ich, von Spy X Family habe ich die Charaktere gesehen. Ich kenne die viele noch nicht mal. Von Gaming hunderte. Es gab ein paar Umbrella-Soldaten von eben halt von Resident Evil. Also es ist Wahnsinn, was da alles abgegangen ist. Die sind auch One Piece Charaktere wurden von in vielen Kostümen nachgegeben. Also es war echt beeindruckend, also das alles zu sehen, und es hat auch die Atmosphäre eben halt hochgetrieben. Und man hat mit vielen Menschen Kontakt gehabt und es hat so viel Spaß gemacht. Alle waren nett, alle waren gut gelaunt und es war einfach nur der Wahnsinn schlechthin. Naja, der Wahnsinn, wo ich dann mit dem Wort anfange, begann für mich und meinen Bruder relativ früh. Natürlich am Freitag haben wir unser Auto schon vollgeladen mit den Dingen, die wir verkaufen wollten. Und Samstag sind wir dann, ja, wir sind, glaube ich, kurz nach 6 losgefahren. Ich wohne nicht so weit weg, dadurch war es ideal. Und ab 7 war der Aufbau. Und wir waren gegen kurz nach 7 dann auch direkt bei den Messehallen. Wir haben sogar Glück gehabt, weil wir wollten natürlich auch beladen und es war zum Glück trocken. Es hat am Anfang noch leicht geregnet und wir hatten echt Angst, dass es regnet, wenn wir auspacken wollen und ausladen, weil ihr könnt euch vorstellen, Wasser und Verkaufssachen, das macht sich nicht gut. Aber wir hatten Glück. In dem Moment hat es nicht geregnet, es hat später geregnet und auch richtig aus Eimern geschüttet, dass es gehört, man gehört hat in der Halle. Aber wir hatten Glück, es war nicht der Fall. Also wie gesagt, wir waren am 7 da, haben unsere Tische aufgebaut. Das war zum Glück so, dass wir unser Auto direkt fast an die Halle ranfahren konnten. Immer durch die Tür, so 20 Meter, und dann hatten wir unseren Stand und haben unsere ganzen Sachen dann aufgebaut. So. Und da war dann dieser Retro-Flohmarkt und der war recht groß. Da gab es also ganz viele Händler und Privatleute, die ihre Sachen dann auch verkauft haben. Von eben halt ja, Games ohne Ende, von klassischen Games, von Box-Games, so PC-Games, war nicht ganz so viel. Aber sehr viele Konsolen-Games, da war von klassisch bis aktuell zu vertreten. Natürlich auch viel Retro-Sachen in der Richtung. Auf jeden Fall war es ganze Menge. Viel japanischer Stuff gab es auch da, also japanische Games und so weiter. Es war echt spannend, das alles zu sehen. Und wir haben uns auch mit den einzelnen Händlern, mit den ganzen da super gut verstanden. Das war eine Atmosphäre ohne Ende. Die
richtig positiv war. Es hat Spaß gemacht, mich zu unterhalten. Und so haben mein Bruder und ich so ein paar kleine Deals auch gemacht. Und ja, am besten, bevor ich da weiter labere, hier jetzt erstmal ja, eine kurze Montage von meinem Stand beginnt, denke ich mal so. Und dann einfach über den Retro-Flohmarkt. Was habe ich da gesehen? I'm gonna go get some more.
ihr seht, absolut vielseitig ist da alles vertreten gewesen. Und ja, es macht auch sehr, sehr viel Spaß, das Ganze irgendwo zu durchstöbern. Ich muss dazu sagen, ich zeige euch auch die Pickups. Ich habe hier auch eine ganze Menge aufgebaut, was wir gefunden haben. Ich habe persönlich am ersten Tag gar nichts gefunden und mein Bruder hat, glaube ich, 2 Spiele gesehen. Ja, aber ich glaube, er hat sie auch erst am zweiten Tag mitgenommen. Also in dem Sinne haben wir am ersten Tag nur geguckt und am zweiten Tag dann mitgenommen. Aber ansonsten war es echt, war es eben halt, wie gesagt, eine schöne Convention. Wir hatten diesen ganzen Bereich und ja, was ich dann auch natürlich noch hervorheben möchte, bevor ich jetzt auch zu Pickups und so weiter gehe, nachdem ich euch ja jetzt diese schönen Retro-Games und so weiter gezeigt hatte, möchte ich euch einfach mal zeigen, es gab eine Retro-Games-Ausstellung. Und diese Retro-Games-Ausstellung von dem lieben Stefan organisiert, ich grüße dich auch Stefan, der auch den Retro-Games-Flohmarkt organisiert hat. Ja, da hat er richtig tolle Sachen präsentiert. Ich habe Glück gehabt, also ich und mein Bruder waren am Sonntag, glaube ich, früh morgens, wir waren ja dann ab 8 auch da, wir hatten ja seinen Stand aufgebaut, ja, wir mussten nur so ein klein wenig wieder arrangieren, weil wir ihn abends nur ein bisschen abgedeckt hatten, wir hatten ja noch Sicherheitsleute und somit sind wir dann morgens, nachdem wir unseren Stand schon mal wieder aufgerichtet hatten, das dauert jetzt eine Viertelstunde, sind wir in die Retro-Games-Abteilung gegangen, da war noch kein Mensch und ich konnte richtig gute Bilder machen, deswegen seht ihr jetzt gleich eine Montage der ganzen dieser Retro-Welt, da sind echte Highlights 2, also ich war richtig begeistert, was man da alles gesehen hat. Das Einzige, was da ist ein Game umgefallen, also macht das jetzt nicht. Das war halt so noch zu dem Moment, ich glaube ein DuckTales war das, also in dem Sinne, aber alles top. Schaut euch das an, das ist der Wahnsinn, was sie da präsentiert haben. Also, Montage ab. Das ist mega beeindruckend, kann ich ja ganz ehrlich sagen. Das war wirklich, begeisternd. Ne? Und überhaupt die ganzen Atmosphären da war echt toll. Ja, und ich habe das bisher noch nicht erwähnt, aber ich muss das jetzt auch nochmal loswerden, bevor ich jetzt auch das alles zeige. Ich war ja auch sehr froh, inzwischen einen Kumpel von mir, der liebe Manuel von Sammlerschutzhöhlen, hatte dort auch seinen Stand. Hatte sogar vorab, haben wir beworben, ich blende euch das kurz ein, dass er auch CD geschliffen hat und er hat auch noch was verkauft, das zeige ich euch gleich auch, weil er hat mir eins geschenkt und wir haben uns ja so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe ihm ein paar Sachen gegeben, die er auch bei sich, er wollte ein YouTube-Video machen, das kann ich noch nicht verlinken, weil wahrscheinlich meins etwas eher veröffentlicht ist, aber sobald er eins veröffentlicht, werde ich es auch ergänzen, es wird entweder dann hiermit auch erscheinen und so wie in der Videobeschreibung. Aber der liebe Manuel von Sammlerschutzhöhlen, der kam zusammen mit dem lieben Jona, dem Flashkowski, ja, aus dem Süden Deutschlands, sage ich mal ganz aus dem, von mir aus gesehen, ich bin Hamburger, Norddeutscher, also in dem Sinne alles, was 100 Kilometer von der Elbe abgewesen ist Süden, ja. Jedenfalls, er kam in den Norden, wir kannten uns ja schon, wir haben uns ja auch schon mal getroffen, aber eigentlich mehr online eben halt, ja. Freundschaft online gepflegt, kann man so sagen. Und wir waren echt gut gelaunt und haben eben halt viel Spaß gehabt. Und das machte das auch aus. Man hatte sich unterhalten, man hat sich ausgetauscht. Man konnte so natürlich auch sich mal kurz den Stand sozusagen in dem Sinne, das macht das dann aus. Gut, er hat es nicht bei uns jetzt so sehr gemacht, aber man konnte sich, wenn man die Leute kannte, auch mal kurz, kannst du mal auf meinen Stand aufpassen, damit man mal kurz was gucken konnte, ein bisschen rumlaufen. Und jedenfalls, Manuel, Jona und ich, wir haben auch viel gequatscht und es hat auch echt Spaß gemacht, das alles auszutauschen. Der liebe Manuel hat auch meine CDs geschliffen. Ich hatte so 2, 3 CDs, die es nötig hatten und wieder jetzt perfekt sind.
Ein paar waren auch dafür, die wieder gemacht worden, damit ich die ja, verkaufen konnte, damit sie wirklich ordentlich aussehen. Ja, naja, jedenfalls, wir hatten echt viel Spaß da und haben ja auch viel, ein bisschen gemeinsam rumgelaufen, aber auch nicht so viel. Wo wir als erstes dann noch hingelaufen sind, war eine Ausstellung von Machern, die Dekorationen machen, auch unter anderem von Jurassic Park. Ich habe deren Karten bekommen. Ich blende die jetzt hier ein, weil ich sie jetzt vergessen hatte, habe hier gerade mitzuschleppen nehmen. Die haben mehrere Dekostellen gemacht, wo man sich fotografieren konnte, so ein japanisches Zimmer und so weiter. Aber was die beeindruckendste Ecke war, sie haben einen Teil von Resident Evil Village aufgebaut, wo man sich hinstellen konnte. Und aber auch ein paar Darsteller gehabt, sage ich mal, die kostümiert waren. Unter anderem einen echt coolen Heisenberg mit mega Hammer. Ich kam aber nicht dazu, den Darsteller zu fotografieren. Immer wenn der irgendwo in meiner Nähe war, war ich so beschäftigt, dass ich mein Handy sozusagen fürs Foto nicht zücken konnte. Auf jeden Fall lief der da auch rum und ich glaube, ich habe den Hammer fotografiert. Ich blende euch das ja sowieso gerade ein. Haben dann dieses Baby aus dem einen Level da nachgebaut in gigantischer Form. Das sah echt beeindruckend aus. Und ja, Gegenstände von Village, bei denen man sich eben halt fotografieren konnte, wie zum Beispiel auch da der Teil, wo die Kristallteile von Rose eingesetzt werden konnten. Richtig genial, richtig toll. Heisenbergs Hut lag auf dem Babymonster. Richtig cool. Da musste ich an meinen lieben Kumpel Martin denken. Der liebe Martin Sabel, ich kann ihn auch so nicht nennen, der hat Heisenberg synchronisiert oder gesprochen in dem Spiel, in der deutschen Fassung. Und ja, wie gesagt, schönen Gruß da. Das war schon sehr, sehr beeindruckend, das Ganze. Ja, also das als Deko zu sehen. Überhaupt waren viele Stände auch toll dekoriert. Natürlich auch die Games-Stände. Nintendo hat natürlich seine Aussteller gehabt von Zelda, dann von Mario, Super Mario Wonder. Das ist, glaube ich, das Neue, was kommt. Ich habe da aber nur kurz vorbeigehen, immer gucken können. Auch in dem Sinne. Und ja, ihr seht hier, Ubisoft mit Assassin's Creed hatte eine schöne Deko. Da komme ich aber etwas später noch zu. Und dann war Capcom auch mit mehreren Sachen vertreten. Mit Monster Hunter, glaube ich, eine kleine Ecke. Dann mit Street Fighter 6. Und auch mit Dragon's Dogma 2, wo man es exklusiv anspielen konnte. Die Zeit hatte ich leider nicht. Ich hätte gerne dieses Goodie Bag da mitgenommen. Ich habe nur ein paar Sachen mitgenommen. Aber das Goodie Bag gab es nur, wenn du angespielt hast. Und das habe ich leider nicht. Naja, so. Aber es gab viele Highlights eben halt. Und ja, ich schaffte es aber trotzdem eben halt am Sonntag dann mal ein bisschen vorbeizulaufen. Am Samstag, glaube ich, habe ich das... Doch, Samstag bin ich nur kurz vorbeigegangen bei Dragon's Dogma. Und ich zeige euch das jetzt einfach mal so ein bisschen, was wir an Goodies jetzt bei Dragon's Dogma. Dragon's Dogma ist halt ein neues Fantasy-Spiel. Das ist natürlich der Nachfolger von Dragon's Dogma 1. Und es kommt auch bald raus. Und jedenfalls gab es da abzugreifen. Ihr seht es hier erstmal ein wunderbares Dragon's Dogma 2 Poster. Richtig cool, richtig cool. Also, ich muss aufpassen. Mein Bruder hat das sich schon gekrallt sozusagen. Also das habe ich mir natürlich auch geholt. Und ja, viel zu viel habe ich hier stehen. Und dann gab es noch eben halt so ein paar Karten, so einen kleinen Logo-Aufkleber von Dragon's Dogma. Habe ich dann mitgenommen. Dann gab es eben halt Postkarten von Dragon's Dogma. So Artwork-Karten. Einmal hier mit dem Logo, richtig cool. Und auch hier einfach nur das Logo, auch mega genial. Und dann gab es das Poster sozusagen nochmal als Karte. Also hier habe ich auch nochmal dieses als Karte, das Logo etwas größer. Da ist noch das zweite. Hier auch nochmal dieses Motiv etwas größer und in diesem Format das Poster. Das habe ich mir abgegriffen. Ist jetzt nichts Besonderes für mich schon, weil ich finde es klasse von Dragon's Dogma, ja, und man konnte es anspielen. Ich habe auch einen guten Bekannten da getroffen, den ich begrüßt habe, den ich seit Jahren nicht wirklich gesehen. Die C-Zeit hat natürlich auch vieles auseinandergetrieben, aber ich habe ihn zuletzt, glaube ich, auf der Gamescom mal getroffen. Das ist schon ein paar Jahre her. Ergab sich immer nur so. So ist es ja manchmal. Auf jeden Fall, das war so einer der ersten Stände von
Von Capcom, den ich besucht habe. Und ich wollte eigentlich noch zu Nintendo, da bin ich dann auch gewesen, da musste man sich einloggen, dann konnte man ein paar Goodies abgreifen in Nintendo Storm. Ich habe aber irgendwie das keine Verbindung gekriegt. Mir wollten sie die Dinger ja nicht rausrücken. Es gab unter anderem Münzen, die kriege ich aber später noch. Von dem lieben Jona hat er mir versprochen. Ja, kriege ich auch noch, das weiß ich. Aber als später mein Bruder dann nochmal hingegangen ist, ich konnte dann nicht immer sein, wir waren ja vier an den Ständen, hat man wohl ein paar andere Goodies abgegriffen. Und zwar gab es da einmal, ist mir noch was runtergefallen hier, aber das kommt später, ein so ein Pikmin 4 Schlüsselband, richtig cool. Das hat man aufgegriffen dann, ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Es gab das Super Mario Einklebealbum, das aktuelle, das hat er jetzt aber nicht mitgenommen. Eine Stickertüte haben wir hier und dann gibt es hier Sticker, einmal so ein Zelda-Sticker und ein Pikmin 4 Sticker, auch richtig cool. Das gab es dann am Nintendo Store, wie gesagt, man konnte da Zelda anspielen, Pikmin 4 und so weiter. So, noch zwei Aufkleber, auch runtergefallen gerade eben. Muss ich natürlich auch hier wieder hochheben. Das komme ich auch noch gleich zu. Ja, wie gesagt, das hatten wir da abgegriffen und das war auf jeden Fall auch ganz lustig. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Goodies, es waren ja nicht so viele, aber man konnte wirklich was Schönes abgreifen. Das ist ja auch die ganze Sache. So, bevor ich zu den Stickern komme, geht's noch mal, mache ich hier mal zu Assassin's Creed. Assassin's Creed, wie ihr so schön hier seht, gab es auch nicht so einfach zu kriegen, muss man dazu sagen. Und zwar, Ubisoft hatte eine Ecke von Assassin's Creed, da konnte man das neue Assassin's Creed Mirage anspielen. Und die hatten einen Parcours aufgebaut. Das kann man sich grob vorstellen wie eine vereinfachte Version von diese Ninja-Warrior-Sachen, die auch im TV sind. Da musste man so einen körperlich anstrengenden Parcours mit Schwingen und Springen und was nicht alles machen. Ja, und mein Brüderchen ist so fleißig gewesen, hat den durchgezogen. Und nur dann, vielleicht, also jedenfalls er hat dann ein wunderbares Assassin's Creed Poster von Mirage, zweiseitig ist das sogar, ich blende euch das hier ein, wie wir es aufrollen, bekommen. Also richtig schönes Poster. Und das ist natürlich nicht alles, das Poster war das eine und das andere ist dieses Lithograph. Ne? Und lieber Matt, so sieht das nochmal im Video aus. Auch ein guter Kumpel, ich grüße dich an dieser Stelle. Dieses Lithograph von nur Assassin's Creed sieht mega aus. Sehr, sehr klassisch. Hier steht auch nichts anderes eben halt außer Assassin's Creed, also nicht Mirage oder so. Ist limitiert. Hier ist eine Limitierungsnummer unten. Und das macht das Ganze so richtig cool aus. Also, das hat die Nummer 2485 von 2500. Also 2500 von diesen Exemplaren gab es und das musste man sich immer anstrengen für. Richtig cool, sowas greift man selten ab. Hat auch sicher Spaß gemacht. Und dann bin ich noch in einem Stand gewesen von Capcom, Street Fighter 6. Cooles Game, sieht mega aus. Man konnte es anspielen. Ich habe es auch angespielt, habe mal kurz das Duell, wo ich verloren habe, mal kurz bestritten. Das war aber die Bedingung, dass ich da Goodies abgreifen konnte. Und zwar gab es dort mit dem Cover, das ist jetzt nicht so ein schönes Cover, aber mit dem Cover hier als Poster. Ich habe es noch nicht ausgerollt, ist noch verklebt, aber das Poster hat das Titelcover. Und zwei Pins oder so Anstecker. Ne? Also hier einmal mit einem der Hauptcharaktere und hier nur mit dem Logo drauf. Auch richtig cool. Aber ich habe deswegen das nicht gemacht und auch nicht wegen dem Teil, was auch geil ist. Ein Lolli, so richtig schön eingepackt im Street Fighter Design. Zweimal abgegriffen. Aber was ich auch zweimal abgegriffen habe, eins für mich, eins für meinen Bruder. Und das ist wirklich edel und das ist auch was Besonderes, ist das Steelbook. Es gab das Steelbook, das haben sie verteilt an alle, die gespielt haben. Ich zeige euch das auch mal aufgeklappt. Das ist richtig cool, die ganzen Charaktere. Wahnsinn, ne? Auch hier nochmal richtig. Und das wollte ich unbedingt haben. Dafür musste ich das Spiel einmal anspielen. Ja, und das habe ich natürlich getan. So ein Kratzer drauf.
so. Nee, das sah nur so aus. Ja, und das habe ich, wie gesagt, gemacht und so hat man einige Sachen bekommen. Was ich nochmal erwähnen möchte, also zwischenzeitlich, also das ist auch ein richtig tolles Goodie. Ich bin richtig glücklich darüber. Also das muss ich ehrlich sagen. Es gibt so viel zu erzählen. Ich glaube, ich habe Angst, dass ich echt die Hälfte vergesse, weil bevor ich die Goodies und so weiter habe, es gab auch so viel passiert, was auch so positiv war. Andererseits auch was Lustiges. Naja, lustig, relativ. Also es ist so gewesen, dass die USK auf jeden Fall rumgelaufen ist, auch auf der Con und hat Vorschriften gemacht. Das heißt, selbst ich, der nicht mehr minderjährig ist, musste einen Altersnachweis, um Mirage anspielen zu können oder auch taggen, Street Fighter, musste sich so ein alterszugehöriges Band besorgen vom Infostand. Denn, ja, wie soll ich sagen, einige Sachen waren nicht mit Altersfreigabe, die mussten auf Nummer sicher gehen und dafür brauchte man dieses Band dann. Ja, so passiert das manchmal. Und selbst auf dem der Just Dance Automat musste stillgelegt werden. Sie hatten so einen Videoautomat oder ein bisschen ruhen, bis da was passieren konnte. Also, weil der keine USK hatte, wie die meisten Automatenspiele. Ja, so passiert das manchmal. Ist auf jeden Fall eine lustige Anekdote, die da passiert ist, aber ja, das war auf jeden Fall auch abenteuerlich, ja, kann man so sagen. Abenteuerlich, es war echt abenteuerlich. Ja, ach so, und was ich noch abgegriffen habe als Goodies, das ist hier von Police Simulator, Patrol Officers, das ist von Astragon ein Spiel, Pins. Da kann man sehen, bisschen schwer, so ein Donut-Pin, Police-Pin, also auch richtig cool. Ich habe jetzt nicht so viel Platz, deswegen werde ich das hier erstmal wieder rauflegen. Naja, auf jeden Fall ist das richtig cool gewesen, das Ganze auch diese Sachen abzugreifen mal wieder. Das ist so Gamescom-Feeling gewesen, das macht auch ziemlich auch Spaß. Und ja, ne, da sind wir natürlich auch gut gewesen, denn gerade Manuel oder Jona, die haben schon was vorgegriffen. Jona sagte mir dann, du, bei Street Fighter, da gibt es die Steelbooks. Also bin ich da hingelaufen, dann bin extra deswegen. War schon eine tolle Sache. Ja, und dass man nicht nur nette Menschen dort trifft, sondern auch alte Bekannte trifft oder beziehungsweise auch Leute kennt, trifft, wo man gar nicht so auf den ersten Blick merkt, wer das ist. Das hat auch einiges wieder gezeigt. Ich habe auch dadurch, dass ich Pressearbeit mal gemacht habe, auch für die Nautilus, wo ich geschrieben habe, Abenteuer und Fantastik, ein Fantasy-Magazin, bis es nicht mehr da war, habe ich geschrieben dafür und Interviews gemacht und so weiter und habe auch Games rezensiert und dadurch kannte ich einige der Spielefirma Dedelic. Da habe ich auch einige Bekannte getroffen, wie zum Beispiel den Macher von Deponia, dem Poki. Der war auch dort, hat ein schönes Gespräch geführt. Ich grüße dich, falls du dieses Video siehst. War auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch, auch über Deponia und Co. so ein bisschen zu reden, über die ganzen Zeiten. Und es hat immer wieder Spaß gemacht, das zu sehen. Und ja, es waren eben halt, es kamen da einige Leute auch am Stand vorbei. Und ja, dann, ich muss dazu sagen, zu der ganzen Geschichte, auch nochmal, ich hörte dann auch, dass ein Sprecher von Final Fantasy 16, und zwar der Vincent Fallon, eventuell auf der Convention zu Gast ist. Ich hörte es am Anfang nur, ich wusste es ja nicht. So, und irgendwann war der auch auf der Retro-Games-Bereich und hat da ja auch gestöbert. Er ist auch begeisterter Gamer. Ja, und das hat uns natürlich auch sehr gefreut. Der kam auch zu unserem Stand, hat auch von meinem Bruder ein Spiel abgekauft mit einem kleinen Deal, denn er hat ihn zu einem unschlagbaren Preis bekommen und dafür hat er uns auch noch ein kleines Autogramm gegeben. Also lieber Vincent, danke dir nochmal für das tolle Gespräch. Also es war so ein sympathischer Mensch und er hat großartige Arbeit geleistet. Also wer Final Fantasy 16, ich versuche mal hier jetzt eine Szene kurz mal einzublenden, damit ihr mal seine Stimme hört. Schön, dass du wieder da bist. Immer. Das Spiel selbst macht übrigens sehr, sehr viel Spaß und es ist richtig so ein Abenteuer-Feeling. Rollenspiel ist ein bisschen weniger, aber es macht echt Spaß und er hat echt großartige Leistungen und er ist auch ein super sympathischer Mensch. Wir haben gelacht, wir haben uns, ja, er hat was erzählt, ich konnte was erzählen. Es war wirklich auf Augenhöhe, man denkt immer, es ist ein bisschen schwierig, aber es war wirklich klasse, wie wir uns da verstanden haben und es hat echt Spaß gemacht und ja, und dann hat er natürlich auch für meinen Bruder
der ein bisschen größerer Fan ist im Endeffekt bei den Spielen. Oder, sagen wir mal so, es sind seine Spiele. Ich bin auch ein großer Fan und Vincent, ich bin auch ein Fan von dir. Und bevor ich das zeige, erstmal hier dieses tolle Foto mit uns zusammen, ne, das eine wunderbare Erinnerung an diesen Moment ist, die auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann hat er eben halt, ja, Final Fantasy für meinen Bruder unterschrieben. Und zwar hat er hier das großartig gemacht. Einmal hier unterschrieben drauf auf dem Cover. Ihr könnt es nicht lesen. Hier steht, komm zu mir, Nick. Wer das Spiel gesehen hat, der weiß ganz genau, worauf der Spruch basiert. Ich glaube, dass das Nick heißen soll. Ehrlich gesagt. Auf jeden Fall hat er das unterschrieben. Und es sieht, wie gesagt, auch großartig da aus. Aber das war nicht das Gesamte. Und jetzt spoilere ich schon etwas, was mir auch der Manuel geschenkt hat von Sammlerschutzhöhlen, denn der hat etwas Großartiges gebastelt. Und zwar habe ich hier nochmal unterschrieben das Steelbook. Jetzt blendet das, weil eine Schutzfolie noch davor ist. In diesem wunderbaren Rahmen ist das Spiel oder das Steelbook von Final Fantasy 16 drin. Und hier steht für Nick von Clive Vincent Fan. 2023. Das hat er uns auch nochmal unterschrieben. Dankeschön, das ist, bekommt auch einen wunderbaren Ehrenplatz. Und es ist eben halt noch ehrenvoller geworden durch Manuel. Denn Manuel von Sammlerschutzhöhlen erstellt diese wunderbaren Steelbook-Rahmen. Die können mit dem Nagel wenn, dann sozusagen dann aufgehängt werden. Ja, also wie gesagt, bei Sammlerschutzhöhlen, ich blende das euch auch ein, könnt ihr diesen Rahmen bestellen und ja, eben halt dann an die Wand hängen. Er hat verschiedene Größen, nicht nur für Blu-ray, das ist jetzt für Blu-ray die Steelbook, aber auch verschiedene Größen, auch für Switch und so weiter. Und da ist auch eine Schutzfolie da eben vor, damit das geschützt ist. Und das ist eine wunderbare Idee, das eben halt so zu präsentieren, weil sie bleiben ja auch geschützt eben halt, die Steelbooks. Und ja, man kann sich an die Wand hängen. Und gerade so ein unterschriebenes Buch ist doch nur großartig, einfach nur großartig. Ja, wie gesagt, dieses Schätzchen von Manuel verfeinert das Schätzchen, was uns Vincent gemacht hat, also indem er es unterschrieben hat. Also großartig, danke an euch beide eigentlich in dem Sinne. Ja, also ihr seht, allein solche Gesten, solche Sachen haben begeistert und wie gesagt, wenn man die Leute auch mit dem Lächeln sieht, man selbst war am Lachen, man hat sich gefreut und das, obwohl der Tag echt lang ist. Also Vincent haben wir beide Tage übrigens getroffen. Der war beiden Tagen da und wir waren alle immer gut gelaunt und obwohl er auch eben halt auch Autogramme auf der Con gegeben hat und hat viele begeisterte Fans getroffen. Das macht das eben halt auch aus. Das war ein tolles Erlebnis. Und ja, wohl, wie gesagt, wir waren eben halt am ersten Tag von 7 Uhr beginnend bis 20 Uhr war Ende. Knapp 21 Uhr waren wir raus mit ein bisschen Abbau. Und dann sind wir essen gegangen. Manuel, Jona, mein Bruder und ich. Hier seht ihr uns noch mal kurz gemeinsam im Burgerladen. Haben ein kleines Selfie gemacht. Und dann habe ich einen richtigen schönen Burger geholt. Könnt ihr auch sehen, habe ich noch vorher fotografiert, bevor er dann weg war. Ja, auch richtig cooler Burgerladen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, aber ich weiß nicht, wo er ist, in Hamburg. Ja, auf jeden Fall hat das echt Spaß gemacht, eben halt das Ganze da zu erleben und ja, ihr seht ja, was für Schätze man abgegrast hat und gerade das hier ist ein mega Highlight, eine tolle Erinnerung. Aber die Erinnerungen gehen noch weiter, denn Manuel, Jona und ich sozusagen haben am zweiten Tag uns noch vorgenommen, einfach mal ein bisschen rumzustöbern und zu einem Panel zu gehen. Und wir sind dann zu dem Panel von Nino Taco, also von Nino Kerl gegangen, den ich übrigens auch getroffen habe. Hier ist auch nochmal ein schönes Foto mit ihm. Danke Nino nochmal für das kurze Gespräch. Das war so zwischen Tür und Angel, kann man fast sagen, bei der Bühne, während er eine Pause hatte. Letztes Jahr kam er auch nochmal in den Retro-Bereich, da hatte ich auch schon mal mit ihm geredet, aber ich habe damals vergessen. Ich wollte ein schönes Erinnerungsfoto machen, weil wir uns auch ganz gut unterhalten haben. Jetzt war es natürlich zwischen Tür und Angel, weil er war völlig beschäftigt, aber hat sich auch erinnert und hoffe ich jedenfalls. Das ist immer so einfach gesagt.
Auf jeden Fall macht es Spaß und war eine tolle Sache, eben halt den auch zu treffen. Aber wir haben da angestanden, weil er hat ein Panel gemacht mit den Synchronsprechern von One Piece. Ja, dort waren Daniel Schlauch alias Ruffy vom Anime und der Realserie übrigens. Beide die Synchronsprecher der Anime-Serie seit 20 Jahren. Obwohl Uwe Thompson, der den Zorro spricht, nicht ganz so lange dabei ist, weil es gab davor einen anderen Sprecher, bis er leider verstorben ist. Und Uwe Thompson hat das schwere Erbe angenommen und großartig ausgefüllt. Und auch Hubertus von Lerchenfeld, die drei Sprecher, also Sanji, somit waren Ruffy, Sanji und Zorro dort vor Ort, haben so ein Interview gegeben, so ein Talk-Interview, haben über viele Dinge geredet, wie die Arbeit ist, wie viel Spaß sie haben, wie es funktioniert, so ein paar Insider-Anekdoten und so weiter. Das war richtig interessant. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass der Panel oder einer der beiden Panels war, einer am Samstag und einer am Sonntag, auf Ninotaku, dem YouTube-Kanal, auf jeden Fall veröffentlicht wird. Wir wollten uns auch ein Autogramm der drei Sprecher holen, denn die wollten auch Autogramme geben. Am Samstag waren wir aber so spät dran, aus Versehen, wir waren auch beschäftigt mit unseren Ständen, dass der Panel war so gegen 18.30 Uhr zu Ende, dass wir dann nicht zu kamen, uns das Autogramm zu holen. Das war auch eine mega lange Schlange, könnt ihr euch vorstellen. War am Anfang auch ein bisschen schwierig, denn die haben so gesagt, man konnte sich Selfie und Autogramm, und im Endeffekt war es ein bisschen schwierig organisiert. Dadurch dauerte das nur. Und das war auch am Sonntag noch der Fall. Sonntag war es so gegen 14 Uhr, 15 Uhr, waren wir dann nochmal hingegangen und dann haben wir uns auch Autogramm geholt. Aber man merkte eben halt, dass die Leute, die das dann autogrammmäßig gemacht haben, nicht wirklich, die das organisiert haben, wie es ablaufen soll, nicht so wirklich Erfahrung hatten. Denn die haben erstmal zugelassen, eben halt Fotos gleichzeitig, dann war jeder da eine Minute und die Schlange war 100 Meter lang. Und das dauert natürlich ewig, bei einer Hunderte warten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da geht leider dann nur ein Abarbeiten. Es war kostenlos, sie haben so Autogramme gegeben, aber es war jetzt nicht, dass man alles haben konnte. Es ist halt dann nicht immer möglich. Aber deswegen, ich zeige euch das auch. Ich habe mir auch drei Autogramme geholt, von jedem einen natürlich. Ich muss sagen, es war toll. Ich habe mir einfach da die drei Postkarten habe ich mir aus dem neuesten Film One Piece Red genommen, sozusagen aus meiner Special Edition. Habe ich gedacht, das ist der beste Platz oder die beste Gelegenheit, die Dinger mitzunehmen. Sie haben mit Schwarz unterschrieben. Hier hat Daniel Schlauch alias Ruffy unterschrieben. Toll, absolut toll. Hier hat Uwe Thompson unterschrieben. Zorro, auch richtig cool. Und natürlich habe ich mir widmen lassen für Sascha, und hier hat Hubertus von Lerchenfeld unterschrieben. Und ich finde es so süß oder auch nett, dass sie versucht haben, nicht die Bilder voll zu schreiben, was natürlich immer schwierig ist, weil sie versuchten, neben die Charaktere in die freien Stellen zu schreiben. Das ist, muss nicht, ist klasse. Also diese Rücksicht, das ist auch nicht selbstverständlich. Deswegen ist auch Hubertus von Lerchenfeld hier unten so ein bisschen zusammengeknickt irgendwo. Hätte nicht sein müssen, dann hätte er auch rüberschreiben können. Das wäre mir egal gewesen, das Autogramm, weil sie sind ja, wäre es wichtiger gewesen. Denn sie sind ja ein Teil des Ganzen, und in dem Fall finde ich es auch gar nicht so schlecht, weil sie sind ja unsere deutschen Stimmen und somit passt das auch völlig, dieses zu übernehmen. Wie gesagt, sie haben auch nicht nur die Anime seit 20 Jahren gesprochen, sondern eben halt auch die Realserie jetzt und natürlich die Kinofilme und so weiter und so fort. Ja, also das war eben halt das, was wir da so alles erlebt haben. Mensch, das ist so viel. Ich erzähle schon eine ganze Menge. Und ich habe noch nicht mal gezeigt euch, was ich mir und mein Bruder und sich gekauft haben auf der Retro-Börse. Wir haben auch ein bisschen zugeschlagen, aber nicht extrem. Kann man auch nicht sagen. So, das Letzte, was ich euch als Zettel zeigen möchte, ist, oder Aufkleber habe ich hier. Und zwar, das habe ich vom lieben Manuel bekommen. Denn ein Bekannter, kann man so sagen, von ihm hat eine Hörspielreihe angefangen, und zwar Erik Iskariot. Ich zeige euch das einfach mal. Richtig cool. Ist eine Fantasy-Hörspielreihe. Könnt ihr auf der, ist das die Webseite? Ich denke mal, dass es eine offizielle Webseite geht. Erik Iskariot müsst ihr mal eingeben online. Ist eine richtig coole Fantasy-Reihe. Oder Hörspielreihe, ist jedenfalls ein bisschen spannende Reihe auf jeden Fall. Und da hat er mir Aufkleber mitgegeben. Ja, so.
das war es jetzt an Goodies, das war es jetzt an Erlebnissen da. Und jetzt kommen noch die Pickups, das, was ich wirklich auch besorgt habe auf der Retro Games Börse, was wir da gefunden haben. Ich muss ehrlich sagen, mein Bruder und ich haben am ersten Tag nicht viel gefunden. Ich überlege gerade, eine Sache hat mein Bruder sich, zwei Sachen hat er am ersten Tag mitgenommen. Die hat er sich zurücklegen lassen, relativ früh. Ich wusste noch in dem Moment nicht, was ich damit mache oder ob ich es mitnehme sozusagen. Also er hat, wie gesagt, zwei Dinge mitgenommen, die er gefunden hat. Eine Sache, die er schon lange auch im Auge hatte haben wollte. Noch ein Spiel. Ich kann euch in dem Fall nicht hundertprozentig die Preise komplett sagen, weil ich die jetzt nicht bekommen habe, aber es sind jetzt keine 1-Euro-Preise oder so, wie auf Flohmärkten logischerweise. So, das erste, was er mitgenommen hat, weil er nochmal diese Edition haben wollte, es ist sealed in einer zusätzlichen Schutzhülle, und zwar Star Wars Jedi Knight Collection, Jedi Knight 2 und Jedi 2 Jedi Outcast und Star Wars Jedi Knight Jedi Academy hier in dieser PlayStation 4 Fassung. Das war das erste, was er mitgenommen hat. Und das zweite ist auch mega cool. Ich könnte auch da vielleicht mal ein Einzelvideo von machen, um das nochmal genau zu zeigen. Aber wir haben festgestellt, man weiß immer nicht, wie die Editionen sind. Ich werde es hier nicht auseinandernehmen, aber es ist ein Amiga-Spiel, und zwar DuckTales The Quest for Gold, die deutsche Box. Man muss dazu sagen, das Handbuch sieht aus wie eine Fotokopie. Einige sagen, das war so, andere sagen, war es nicht so. Auch richtig cool. Da sind wir noch ein bisschen am Nachforschen. Auf jeden Fall hat das gut 100 Euro gekostet, allein die Box, weil sie ist super selten. Und die Box selbst in einem Top-Zustand, Discs sind dabei. Handbuch, wie gesagt, sieht ein bisschen kopieartig aus, aber es kann durchaus sein, dass die Zeit, wo es rausgekommen ist, da waren manche Dinge echt kurios. Das muss man auch dazu sagen. So, fange ich an, doch mal weiter zu gucken, zu sagen, was mein Bruder gefunden hat. Da werdet ihr gleich Preise drauf sehen. Das sind die Preise, die dort bei dem Händler standen. Mein Bruder hat aber einen Bundlepreis und einen günstiger Preis bezogen. Und zwar hat er dieses Dreamcast-Spiel schon länger auf seiner Liste gehabt. In einem Top-Zustand hat er es jetzt gekauft. Hier steht 70 Euro drauf. Wie gesagt, das sind die Preise, die jetzt draufstehen. Die hat mein Bruder nicht bezahlt. Ne? Man hat den richtigen Pro-Preis bekommen. Und zwar Crazy Taxi 2. Für den Dreamcast wollte er schon mal haben. Richtig cooles Game, auch ein Kult-Game und kann sich nur sehen lassen. Dazu muss ich jetzt noch mal kurz einwerfen, das Ganze. Ich glaube, es war sogar von dem lieben Michel gewesen sein. Der Michel, ich grüße dich an dieser Stelle, wenn du das Video siehst, ich schiebe das jetzt ein. Der kam am Ende noch zu mir oder in dem Sinne zu uns und sagte, du, ich möchte euch eine Freude machen. Ich habe da etwas, was ich euch schenken möchte. Und das ist dieses interessante Brettspiel. Ich habe mich auch noch nicht so sehr damit ganz auseinandergesetzt. Ich habe auch nur das so, wie es ist. Fürsten der Resistance von Martin Wallace ist ein Spiel, was einfach gehalten ist. Ihr seht hier auf der Rückseite Karten und Holzplättchen und so weiter. Ist so ein bisschen Aufbaustrategie oder ein Strategiespiel, denke ich mal. Es riecht richtig interessant. Wenn wir noch spielen, ist noch sealed, hat er uns als Geschenk gemacht. Also großartig. Absolut top. Und ja, das hat uns natürlich sehr, sehr geehrt. Und vielen Dank nochmal, lieber Michel. Das war toll. So, jetzt kommt es aber wieder zurück zu den Spielen, was mein Bruder noch mitgenommen hat. Und zwar das nächste. Er wollte es auch noch mal in der Sammlung haben. Hier steht 80 Euro für einen Top-Zustand plus Anleitung. Ich finde es cool, ist draufgeschrieben. The Nomad Soul. Auch ein richtiges Kultspiel. Ich finde es jetzt nicht so viel zu sehen. Auch in der Schutzhülle. Also die sind alle in Schutzhüllen gepackt. Wunderbar. So soll es dann auch sein. Ich werde jetzt hier nicht drauf liegen lassen. Diesmal ist es ein bisschen anders. Ich werde jetzt das erstmal dann wieder auch vom Tisch räumen. So, und dann kommen noch drei Spiele, die mein Bruder mitgenommen hat. Und dann ist er wirklich gewesen, dass er nicht... Ja, mehr hat er dann nicht auch mitgenommen. Hier mitgenommen für das Mega Drive. Sind jetzt drei Mega Drive-Spiele. Und zwar das allererste ist Rocket Knight Adventure. Es stand 70 drauf. Die Anleitung fehlte.
Deswegen war wohl auch nur 70. Also alles im sehr guten Zustand. Aber die Anleitung haben wir gehabt. Die haben wir einmal vom letzten, einem der letzten Flohmärkte, ich habe euch da ein Video gezeigt, da haben wir sie noch gehabt. Und ja, darum haben wir die natürlich jetzt hier reingepackt. Und somit haben wir das Spiel jetzt komplett. So, erstmal darauf gelegt. Ja, dann geht es weiter mit einem Shooter, so ein bisschen Genug oder Gainok. Gainok, richtig cool sieht es aus. Sollte 75 mit Anleitung kosten. Wie gesagt, nicht bezahlt worden. Auch hier richtig. So, wisst ihr was? Damit bevor ich das beschreibe, ich werde jetzt mal von Rocket Knight Adventure so knapp 10 Sekunden Bildmaterial einblenden. Und danach 10 Sekunden Bildmaterial von Genug. Ja, ich werde natürlich nicht zu allen Spielen das machen. Geht gar nicht. Genauso werde ich da gleich hier nochmal 10 Sekunden einblenden von diesem Mega Drive Spiel, weil es ist schon interessant. Mehr als 10 Sekunden ist aber auch wahrscheinlich auch schwer zu zeigen. Und zwar hier von King's Bounty The Conqueror's Quest. Ein Aufbaustrategie oder Rollenspiel. Richtig interessant. Sieht's aus. Also auch hier sollte 50 kosten plus mit Anleitung. War vollständig sehr guter Zustand, wie gesagt. Auch richtig cool. Ja, und da blende ich jetzt auch mal was ein. Und das letzte Spiel, was mein Bruder für, ich glaube, 13 Euro war ausgepreist, hat aber auch, glaube ich, nur 11 oder 12 Euro bezahlt, war von einem unserer Nachbarn, den wir auch kannten, von anderen Börsen, bei dem habe ich auch ein Spiel noch gekauft, das ich euch gleich nochmal zeige. Habe ich das eigentlich entdeckt und hat mein Bruder gesagt, okay, das muss ich mitnehmen. Mein Bruder ist großer Fan von Macross und oder durch Robotech eben halt. Und da haben wir dieses japanische Famicom-Modul entdeckt von Namco. Kam dieses Macross-Spiel raus. Das ist nur das Modul. Und weil hier gerade der Valkyrie oder Valkyrie ist, der Fighter, haben wir gedacht, okay, das wollen wir sehen. Und ich weiß gar nicht, wie das Spiel ist, aber das nehme ich euch jetzt davon 10 Sekunden ein. Ja, also ein bisschen Shoot 'em up, aber das muss einfach sein, weil man eben halt Fan der ganzen Reihe ist auch. Und das macht es natürlich auch aus. So, das lege ich mal jetzt hier hin. Ja, und dann möchte ich jetzt anfangen noch mit dem Geschenk, mache das mal hier als letztes. Doch, jetzt kommen meine Games. Was habe ich so gefunden? Und ich muss sagen, ja, am ersten Tag habe ich nur geguckt und nichts gefunden. Der zweite Tag war aber überraschend. Das, was ich in der Masse gleich gekauft habe, kam als allererstes. Dadurch, dass das zweite so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, zeige ich euch eher das zweite als allererstes. Sollte 15 Euro kosten. Ich habe es zum Kollegenpreis für 10 bekommen. Und zwar das japanische PSP-Spiel von Fairy Tail oder eines der Fairy Tail-Spiele. Richtig cool. Keine Ahnung, wie das jetzt so wirklich ist. Wenn wir überblende ich jetzt auch ein paar Sekunden von dem Spiel, wenn ich was online finde dazu. Ich kann jetzt nicht sagen, welches das ist. Es gibt mehrere. Ich habe noch ein anderes. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Man kämpft gegeneinander. Man kann die Charaktere wohl ein bisschen aufleveln. Auch richtig cool. Es gibt beziehungsweise ja nur eins in Deutschland, was für PlayStation 4 rausgekommen ist, auch was großartig ist. Naja, in dem Sinne war das auch eben halt ja,
ein Spiel, was ich unbedingt haben wollte, weil ich mag manchmal diese Sachen sammeln, wie von Detective Conan habe ich einige japanische Spiele. Ich habe von Fairy Tail nicht so viele, das ist jetzt mein zweites, neben dem, was auch in Deutschland erschienen ist, also dem Effekt mein drittes. One Piece habe ich einige der Spiele und Rave von dem Vorgänger von Fairy Tail sozusagen habe ich auch einige Spiele. Richtig cool. So, und jetzt kommt es richtig cool, denn bei dem einen Stand von dem Stefan, der hat gerade ausgepackt und da sah ich etwas, was mich in letzter Zeit doch richtig reizt. Ich habe zwar schon mal welche auf Flohmärkten gefunden, ein paar Spiele, denn wenn es geht um Spiele in der Promoform, also Promos. Dadurch meine Pressearbeit liebe ich Promos und gucke gerne mal danach, wenn ich was finde. Auf Flohmärkten habe ich mitgenommen, habe aber auch zahlreich schon wieder abgegeben. Aber irgendwie hat mich das dann gereizt. Er hatte eine ganze Menge cooler Promos und ich habe für, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Xbox 360 Promos, habe ich 50 Euro bezahlt. 5 Euro wollte er das Stück haben. Habe mir jetzt einen extra Pro-Preis gemacht. Gibt ein, zwei Sachen, die ein bisschen schade sind, aber so findest du die trotzdem nicht und dann, ich habe es trotzdem mitgenommen. So, wir fangen jetzt auch an mit richtig coolen Titeln. Ich werde sie danach aber hier wieder reinlegen. Hier habe ich einmal Darkness, so, oder The Darkness. Und dann seht ihr auch hier, was leider teilweise ist. Leider sind nicht alle im perfekten Zustand. Hier ist auch zum Beispiel gecrackt. Die Promo-CDs, Promos in diesem Fall für die Xbox 360 haben meistens das offizielle Cover. Es ist jetzt hier einerseits bedruckt, dass es für keine Werbezwecke bestimmt ist und so weiter. Die Version ist komplett identisch mit der aktuellen. Manchmal ist es noch die englische Fassung, noch nicht die USK-Fassung. In dem Fall ist es jetzt hier die USK-Fassung. Aber ihr seht, hier oben ist es leider angeknackst, das Ganze. Und das ist das Traurige dabei. Ansonsten sind die Promos ja identisch. Handbücher gibt es nie in Promos. Jedenfalls für Xbox 360. Also da gab es The Darkness. Da kommen wir erstmal wieder zurück. Dann habe ich hier Darksiders 1. Aber ihr seht, hier muss eine neue Hülle her, die ist gecrashed. Die ist auch offen, aber jetzt geht es nämlich weiter. Und das ist aber auch schade, dass die leider gecrashed sind und kaputt sind. Sealed Darksiders 2 Promo, aber leider, weil die so empfindlich sind, hier oben eingedrückt und kaputt gesplittert. Die CD selbst ist in Ordnung, aber die Hülle ist kaputt. Und das ist leider noch mit einigen so und ihr seht gleich sehen, was auch sehr enttäuschend ist. So, dann habe ich hier Devil May Cry 4. Auch richtig cool, aber hier ist das Einzige, was nicht drin reinpasst, hier ist Ninja Gaiden 2. Aber trotzdem die Promo, also mache ich da nichts verkehrt, leider auch nur die CD, keine zwei CDs drin. Somit, ja, kann ich nichts weiter dazu sagen. So, ja, was ist das denn? Ja, das ist das so, hier ist gecrashed auch so ein kleines Snipsel, das dieses, was das eben zumacht, das ist eben halt hier oben gebrochen gewesen. Ja, gut passiert, kann ich auch nichts ändern, aber trotzdem sind die Preise echt cool. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel als nächstes, und das ist auch schade, dass es gecrashed ist, und zwar hier unten. Ansonsten, und auch hier vorne, hier oben, denn ihr seht, Castlevania 2, sealed, verschweißt und verklebt. Ich habe es noch in eine Schutzhülle gepackt und das ist leider schade, dass dieses hier gecrashed ist. Da ärgert mich das auch besonders, aber es wird besser. Hier ist jetzt auch vorne noch sealed und auch das Spiel ist auch komplett sealed. Und hier seht ihr, passt Dragon's Dogma Dark Horizon. Sealed, richtig klasse. Echt, das ist mega. Weiter, was habe ich hier noch Wunderbares? Auch mitgenommen, auch ein Titel, der ja nicht so oft zu sehen ist. El Shaddai Ascensions. Ja, okay. Chances of the, ja, weiß ich gerade also nicht, kann ich gar nicht lesen, ist zu klein. Ist zu klein, aber egal. El Shaddai, auch in der Promo, die ist aber geöffnet gewesen, nur in der Schutzhülle von mir. Da ist nichts gesplittert, das ist top. So, weiter geht es. Und zwar habe ich hier, und die ist auch sealed komplett, habe ich hier Dead Island Riptide. Auch richtig cool. Dann habe ich auch hier eins, was nicht sealed ist, aber auch mega cool. Prince of Persia. Ich sagte ja, 13 Stück, die ich mir jetzt zugenägt habe. Was habe ich noch?
ja, jetzt kommen jetzt hier die Dinge, die mich auch am meisten begeistert haben. So, ich habe jetzt mal alle rausgenommen. Und zwar habe ich hier Resonance of Fate von Sega, noch in der Promo. Die ist auch geöffnet gewesen, aber richtig cool. Also, da stehe ich ja. Ich liebe ja Promos, egal von welcher Konsole. Wenn mich das Spiel reizt, dann möchte ich die Promo auch haben. Klar habe ich auch in der Vergangenheit einige abgegeben, im Tausch oder so. Auch weil ich weiß, dass es Freunde gibt, die manche Titel extremer sammeln. Aber in dem Fall war ich jetzt erstmal für mich. Und hier habe ich auch sealed, komplett eingeschweißt, in tollem Zustand. Final Fantasy 13, Lightning's Returns, richtig cool in der Promo. Und dann habe ich hier noch auch ein Spiel, was nicht sealed ist, aber auch in sehr schönem Zustand. Ein Spiel, was auch teurer wird mittlerweile, wie ich gehört habe, Infinite Undiscovery von Square Enix. Auch ein richtig schönes Fantasy-Spiel, seht ihr auf die Promo natürlich so. Richtig cool, finde ich richtig begeisternd. Und das Spiel, was ich allererstes gesehen habe, wo ich auf diese Promos dort aufmerksam geworden bin, ist dieses Spiel. Und das ist auch sealed, jedenfalls vom Label her, nicht eingeschweißt mehr, aber das Label vorne, der Aufkleber hier ist noch sealed und es handelt sich um die Metal Gear Solid HD Collection. Oh, seht ihr, ist das nicht geil? Da wurde ich auch beneidet für, dass ich die da gefunden habe. Die ist in einem Traumzustand, ist nicht beschädigt, die Hülle top, eben halt hier zugeschweißt noch, auch wenn sie nicht komplett ist, ist für mich eine Schutzhülle und das ist echt ein absolutes Top-Teil und das hat mich dann gereizt und ich habe dann diese ganzen, wie gesagt, für 50 Euro mitgenommen. Ja, und das fast alles. Also das war dann alle Käufe eigentlich. Ja, viel mehr haben wir nicht gekauft. Es war aber, wie gesagt, sehr, sehr abenteuerlich und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das Ganze. Ja, und dann möchte ich jetzt noch zum Abschluss das nochmal auspacken, denn der liebe Manuel, das ist der Bilderrahmen für den Steelbook von meinem Bruder. Meiner ist noch hier und ich wollte euch zeigen, wenn ihr dann bestellt, bekommt ihr ihn so richtig schön mit Nagel vorne. Und ich werde ihn jetzt mal auspacken, damit ihr seht, wie das so vonstatten geht. So, den Nagel vorsichtig mal abreißen. Nagel hier mal abgerissen. Dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Hier ist es wunderbar eingepackt von ihm. Das kann er einpacken, kann er wirklich, weil ihr könnt euch auch richtig schöne Collectors-Hüllen von ihm erstellen lassen. Also Manuel macht da richtig tolle Sachen. Ihr seht auch hier nochmal seine Werbung da drin, sein Logo eben halt, wie es auch funktioniert, hier ein Steelbook einzusetzen. Und ihr wisst ja, ich habe hier noch mein Steelbook für Street Fighter 6 und damit das so schön aussieht wie da, könnt ihr sehen eben halt, hat einen sehr schönen stabilen Rahmen. Hinten seht ihr auch, dass eine Folie davor ist. Das ist hier eine Folie, damit auch von vorne geschützt ist. Hier ist so ein Draht, den man rausbiegt und rausnimmt und der wird dort eingesetzt als Spannung, damit es zugehalten wird. So, dann gibt es eben halt diesen Zettel. Auf diesen Zettel mache ich das wie mein Bruder erstmal. Den Nagel klebe ich erstmal hier mit auf. So, auf diese Hülle. So, und ihr seht, wie gesagt, hier ist jetzt diese Hülle. Das Steelbook. Mit der Seite, die ihr präsentieren wollt. So, egal wie, aber ich will schon die vorne haben. Wird hier dann reingepackt. Richtig schön, passt auch toll rein. Seht, ist jetzt hier drin und nach vorne. Dann am besten dieses Teil hinten drauflegen, damit auch das Steelbook von der Rückseite geschützt ist. Und dann kommt dieser Stift hier rein geklemmt. So, jetzt ist das reingeklemmt hier hinten und dann habe ich mein Steelbook in einem mega coolen Rahmen. Ja, macht sich jetzt richtig gut in diesem Rahmen. Ihr seht das ja hier. Vorsichtig da oben drauf. Ja, gut. Und
das war fast alles, was ich bekommen habe. Und ich merke gerade, ich habe das Wichtigste fast vergessen, was ich mir gekauft habe. Dieses T-Shirt. Dieses Monkey Island Lichak Croc T-Shirt. Hat mich 19 Euro gekostet. Ging leider nicht zu handeln. War direkter Kurs. Aber muss es sein. Monkey Island. Das hat mich angeguckt. Ich muss es haben. Ja, das ist sogar das Letzte, was ich, oder das, was ich gekauft habe. Ansonsten, ja, das war es. Echt toll und ich möchte nochmal Danke sagen bei allen, die ich getroffen habe und ich sage auch wirklich, ich bedanke mich selbst bei den drei Synchronsprechern, denen ich die Hand geschüttelt habe, die mir diese Autogramme gegeben haben, dem Daniel Schlauch, Uwe Thompson, den Hubertus von Lerchenfeld, Nino Kerl, der auch sehr nett war, dann natürlich Vincent Fellen, Manuel von Sammlerschutzhüllen, der Fleschkowski, der Jona, wir haben echt viel Spaß gehabt. Ich danke euch, dass ihr auch hochgekommen seid aus dem Süden und mich besucht habt, mich und meinen Bruder. Wir haben so viel Spaß gehabt, das hätte noch länger sein können. Also die Zeit ging super schnell voran und ja auch der Michel und allen Leuten, die ich getroffen habe. Leute, wenn ihr dieses Video seht und mich seht und wir haben uns unterhalten, ich grüße euch alle. Schreibt mir in die Kommentare, ob wir uns getroffen haben, denn dann kann ich euch nochmal grüßen. Ja, und das soll es auch gewesen sein. Ich werde jetzt die Games nicht im Einzelnen nochmal vorstellen, dafür ist das Video echt schon sehr lang. Zum Abschluss mache ich nochmal ein paar bewegte Bilder, ein paar Fotos einblenden und ja, ich lasse es ausklingen, das Ganze. Genau so wie Sonntag um 18 Uhr abends die Messe oder die Convention ausgeklungen ist mit Musik von Lara Loft. Ich hoffe, das wird hier gespielt. Ansonsten seht ihr nur eine Hallendecke als Abschluss sozusagen. Und so ja, verbleibe ich jetzt. Ne? Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Das ist das Wichtige. Und bis zum nächsten Mal. Zu einem auch Sascha und Tour Video bestimmt wieder. Also nicht, naja, gut, das ist nicht das nächste Video. Aber irgendwann kommt mal wieder ein Sascha und Tour Video. Und ich hoffe, da seid ihr auch dabei. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein wunderbares Geschenk, was mir der liebe Manuel gemacht hat, wollte ich euch doch noch zeigen. Mit seinem 3D-Drucker hat er einen Optimus Primal, die Hauptfigur oder eine der Hauptfiguren aus dem neuesten Transformers-Realfilm Aufstieg der Bestien, ja, gedruckt. Es ist eine offizielle Vorlage für einen 3D-Drucker gewesen und die sieht einfach nur cool aus. Also richtig schön detailliert und ja, macht sich einfach toll in meiner Sammlung. Wie ihr seht, ziert sie jetzt meinen Schrank. Wir machen uns auf zur Grand Line und finden das One Piece!